The clues were clear. An army of enemies was moving to attack Mage Alguin. Would our heroes reach his chambers in time? And would they be prepared for the rebirth of the great and ancient evil that awaited them there? Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale 4 Director's Cut. Ja, wie ihr gehört habt, wir haben einen neuen Meilenstein erreicht und deshalb wurde die Geschichte ein bisschen weitererzählt. Eine Armee stürmt auf oder ist auf dem Weg zu Meister Alguin und wir müssen ihn irgendwie retten, also wir müssen rechtzeitig zu ihm. Mal gucken, ob wir es schaffen. Okay, was begebt euch zu Kylearans Tower? Okay, die grüne Zauberin ist weg. Die grüne Zauberin ist weg. Ja, Roscoe ist auch weg. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas zu tun habe. Hast du vielleicht irgendwas, was wir einkaufen können? Rezepte oder irgendwie? Aoi. So, was habt ihr denn? Oh, die Auswahl wird besser. Ja. So, was sagt unser Geld? 377. Also ich kaufe mir jetzt diese Rezepte. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich kaufe sie deshalb, um diese Sachen herstellen zu können, falls ich irgendwie... Falls ich sowas irgendwie mal herstellen muss. Also... So, hier ist eigentlich, glaube ich, nichts... was so offensichtlich wichtig wäre für uns. Deshalb bestätigen. Leb wohl. Happy drinking, Friend. Happy drinking. Ja, danke. Benutzen. Und benutzen. Und wir haben mittlerweile 3 Söldnermünzen. Damit können wir uns... Okay, hier müssen wir nichts freischalten im Moment. Mit den 3 Söldnermützen können wir uns zum Beispiel reskillen, wenn wir es für nötig halten. Aber im Moment denke ich noch nicht. Kommt auch später noch einmal bei der Prüfungskommission vorbei. Durch ihre Zustimmung schaltet ihr mächtige neue Fertigkeiten frei. Außerdem könnt ihr euch anhören, wie toll ihr seid. Ja. Das hört man doch gern, wie toll man ist. So. Begebt euch zu Kylearans Tower. Das machen wir. Die Frage ist, machen wir vorher noch irgendwas anderes? Also machen wir hier nochmal eine Runde? Ich würde sagen, nein. Erstmal zu Kylearans Tower. Turm. Zu Kylearans Turm. Ganz kurz. Yep. Na. Rüstungsmäßig haben wir für ihn immer noch nichts Interessantes. Naja, okay. Wird schon noch kommen. Diese Leiter war früher aber nicht da, oder? Ich bin mir nicht sicher, habe ich das Zeichen schon? Da hinten. Okay, das Ding habe ich scheinbar tatsächlich noch nicht benutzt. Die große Frage ist, habe ich es vorher nicht bemerkt? Oder war es... Na gut, nur ein Kletterhaken. Habe ich es vorher nicht bemerkt oder ist es jetzt quasi neu gekommen? Naja. Okay. Ja. Wo werden wir hier hinkommen? Ich will das kurz mal austesten, wo wir landen. Kylearans Turm ist trotzdem in der Unterstadt. In Alt-Skarabre, sag ich mal. So, wo? Hier sind keine Kisten, die wir zerdeppern können. Ach, hier sind wir. Okay. Hier sind wir. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. So, wieder nach unten. Is the ground shaking? Der Boden zittert? Warum sollte der Boden zittern? Da hinten ist jemand. Da hinten ist auch jemand. I may have stone skin, but I got nothing on you, eh? What are you talking about? Ah, okay. That crust you got around your heart's a mile thick. Euer Herz ist eine Meile. That's only half as thick as the one round your brain. Boah, halb so dick wie die um euer Hirn. Geil. Schön, wie sie sich gegenseitig so ein bisschen aufziehen. Ich habe gerade festgestellt, ich habe den Menschen hier vergessen. Stony. Hello, young'un. Junges Wiesen, okay. Admiring the standing stones, eh? Well, they ain't just to look at least they didn't used to be. There's circles just like these all over, Keith. And in my day, if you stood in one and whistled the right tune, why, you'd be whisked off to any other circle you fancied. We called it the high road. These days, though, only this one works. T'other's been knocked down, overgrown, or become the lairs of evil beasts. But if some young adventurer was to seek 'em out and put 'em right, well, the old high road might just live again. Who knows? Ja, die obere Straße, oder ich würde ja sagen hohe Straße, High Road, und nicht obere Straße. Was Stony hier beschreibt, ist ein Transportsystem, eine Art Teleportsystem. You already know the whistle that wakes up the stones. It's the same as got you into the Adventurers Guild. Ah, okay. We adventurers took it for our own, when everyone else forgot it. Gut, und er hat uns noch ein Geheimnis verraten. Er meinte, also diese Steine müssen erstmal aktiviert werden und danach bringen sie einen zu jedem anderen Stein, den man vorher schon mal besucht hat. So, und man muss sie aber aktivieren mit einem bestimmten Lied, und wir kennen dieses Lied, weil die Abenteurer es für die Abenteurergilde weiterverwendet haben, als alle anderen es bereits vergessen hatten. Na gut, also dann aktivieren wir mal diese Steine. So, hier sehe ich ein Steinchen und ansonsten sehe ich nichts, und das ist wahrscheinlich Skarabre. Begebt euch zu Kylearans Toren. So, wie man sieht, die Steine sind aktiviert. So, hast du jetzt noch was zu sagen? There it is. Na, geht doch. May it serve you well. So, aber momentan können wir uns nirgendwo hin teleportieren lassen, weil wir nur diese hier aktiviert haben. Okay. So, dann gehen wir mal hier hin. Crux! Crux! It's Alguin's Familiar! Alguins Vertrauter. Gut. Scheinbar kennen wir diese Figur. Ach, schaut mal. Ha! Oh. Was sehen meine entzündeten Augen? Alter Schlüssel. Alter Schlüssel. Das Interessante ist natürlich, zu welcher Tür benötigen wir diesen alten Schlüssel? Haben wir jetzt gerade eine Quest bekommen dafür vielleicht jetzt? Aktiviert die anderen Steine. Kehrt zum Prüfungsausschuss zurück. Einer eurer Gefährten hat von seinen Erfahrungen profitiert, damit er seinen Segen erhalten. Neue Fähigkeiten. Ich glaube, das hätten wir mit der grünen Zauberin machen sollen. Die ist aufgestiegen. Ich kann natürlich nochmal schnell hingehen, aber wir sind ja eigentlich freigeschaltet. Besiegt die Selektierer und beendet das Ritual. Okay. Findet den versteckten Spiegel von Iwan Rack. Versetzt euch in die richtige Stimmung. Findet einen Weg auf die Stennis-Inseln. Also bisher nichts, was auf diesen alten Schlüssel hinweist. Aber. Ich habe hier irgendwo, ich glaube, war das hier? Irgendwo war hier eine verschlossene Tür. Alter Schlüssel. Die Frage ist jetzt, okay, es wird natürlich jetzt dauern. Hey, Crux! Ist Mage Alguin alright? Ist Alguin in Ordnung? Mage Alguin is besieged by fiends! Hurry, this way! Okay, wird von Unholden heimgesucht. Und Crux hat sich uns angeschlossen. Oh, Level 8 Magietreibender. Ist natürlich ein schöner Ersatz für unsere Zauberin. So, ganz kurz mal gucken. Wo... Tja, das ist jetzt die Frage. Möchte ich ihn hier haben? Oder vielleicht lieber hier. So, außerdem, was kannst du so? Na gut, ändern kann ich ihn ja jetzt eh nicht. Ich kann höchstens mal gucken. Er hat hier ja schon eine gewisse Auswahl. Schleichender Angriff richtet an und bewegt euch auf ein beliebiges Feld in der hinteren Reihe. Kriegsschlag richtet beim Ziel 19 physischen Schaden an. Das ist nicht schlecht. Die Elektrizität springt auf einen zufälligen Gegner in der Nähe über. Ja, finde ich gut. 4 Metallschaden, meditieren, Drachenodem. Vielleicht will ich meditieren rausnehmen und dafür irgendwas anderes. Also Blitzbolzen finde ich gut. Kriegsschlag finde ich gut. Mentalschaden. Drachenodem. Diesen schleichenden Angriff möchte ich eigentlich, glaube ich, nicht haben. Ich nehme mal dafür das arkane Sperrfeuer. Einfach nur, um irgendwas mit Mentalschaden zu haben. Und vielleicht das selbstgebaute Messer. Na, ich lasse es erstmal so bestätigen. Hier ist übrigens dieser alte Schlüssel. Untersuchung. Hm, okay. Alter Schlüssel. Ja, schnell noch in die Magiergilde zur Prüfungskommission oder nicht? Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Wir kommen früh genug dahin. Hier haben wir wieder eine Rune. Eine Rune. Okay, vielleicht da. Ich finde dich schon. Ich finde dich schon. Ja, hier scheint kein Knopf versteckt zu sein. Der hier guckt so komisch heraus, aber scheinbar ist er es nicht. Oh, right. You can't fly, can you? Wait a minute, wait a minute. I know a song. I'll teach it to you. An old dwarf song. I'm Crux, by the way. Mage Alguin's familiar. The song is called The Stone Remembers. It goes like this. Okay, der Stein erinnert sich. Okay, das muss ich dann gleich hier benutzen. Alles klar. Hier kriegen wir Erfahrung. Moin. Und wir sind aufgestiegen. Das ist schön. Oh. Kaum zu sehen. Ah, okay. Alles klar. Das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Oh, ah. Gefunden. So. Gefunden. Und jetzt mal dieses The Stone Remembers. Be careful. The place is crawling with goblins, trow and evil men. Okay, Kobolden, Trow und bösen Menschen. Na gut. Wir sollen vorsichtig sein. Das werden wir. Eine Söldnermütze. Okay. Aber dann haben wir schon 4 Stück. Okay, die Keller von Kylearans Turm. Hinein ins Vergnügen. So, die Keller von Kylearans Turm. Alles klar. That's an offering statue. Used to be used to placate the gods. Now every 2-bit sorcerer uses them to lock secret doors and so on. Put the right things in and ta-da! The trick, of course, is figuring out the right things to put in. Which means we'll be here all day. Okay, der ist ja nicht wirklich optimistisch, dass wir es schaffen. Also, wir haben hier eine Opferstatue. Und er hat uns erklärt, was es damit auf sich hat, aber das wissen wir ja mittlerweile. Und er meint, früher hat man die benutzt, um Göttern zu opfern, aber heutzutage benutzt sie jeder dahergelaufene Zauberer, um Türen zu verschließen. Okay. Lesen, Mitteilung von Alguin. Verehrter Lehrling, ich vermute, ihr seid vom Markt zurückgekehrt und standet vor verschlossener Tür. Ja, ich weiß, ihr hasst diese Rätsel und Tricks, aber sie fordern euch und lassen euren Geist wachsen. Ich hoffe, ihr schafft es zu mir, bevor ich einschlafe. Viel Glück, Meister Alguin. Manchmal muss man das Rechte aufgeben, um weiterzukommen. Manchmal muss man das Rechte aufgeben, um weiterzukommen. Das Rechte aufgeben, um weiterzukommen. Hm. Hier können wir schon mal abspeichern. Das sollten wir vielleicht tun. Das rechte aufgeben, um weiterzukommen. Legt eure Waffen ab und folgt dem Pfad des Friedens. Legt eure Waffen ab. Vielleicht sowas. Nicht genug Platz. Na gut. Nichts passiert. Apropos, jetzt wo ich gerade im Inventar war, ganz kurz. Yes. Was haben wir denn hier? Du hast einen rostigen Dolch, Stärke 1. Dann bist du doch mit diesem langen Dolch bestimmt besser bedient. Außerdem hast du einen gesplitterten Zauberstab, Intelligenz 1, Stärke 1. Wir haben hier einen Zauberstab, Intelligenz 1, Stärke 2. Bitteschön. Oh, wir haben einen gesplitterten Stab. Der ist sogar noch besser als der Langdolch. Sogar viel besser. So. Aufräumen. Okay, was haben wir hier? Lehrlingsrobe und... Okay, seine eigene ist besser als die, die wir haben. Ja, dann kann ich eigentlich die auch verkaufen. Was ist damit? Das ist genau gleich. Benötigt Kenntnisse in Elfenrüstung. Hat keiner von uns bisher. Na gut, okay. Was ist das hier für ein Ding? Gefedertes Amulett. Ein Federglücksbringer, an den ein Levitationszauber gebunden ist. Levitieren. Okay, ist wahrscheinlich dann automatisch... Ach so, vielleicht... Vielleicht schwebt er deshalb so in der Gegend rum. Noch eine Opferstatue. Magisch versperrt, ja. Das war das, was wir im Brief gelesen haben. Crux kann nicht zu Alguin, weil Alguin ihn mit ein paar Rätseln überrascht hat. Averse to while near the hour, be you lord or be you vassal, to see three sides of Kylearans Tower, find the square of Harkyns Castle. Wie genial ist das denn? Das ist ein magischer Mund. Oder wie es bei Bard's Tale 1 bereits bekannt war, ein Magic Mouth. Da gab es so eine Dinger, die halt in den Wänden eingebaut waren, die einem Rätsel gegeben haben. Averse to while away the hour, be you lord or be you vassal, to see three sides of Kylearans Tower, find the square of Harkyns Castle. Okay, das Viereck von Harkyns Burg müssen wir finden, um weiterzukommen, um die drei Seiten von Kylearans Turm zu sehen. Wahrscheinlich meint er diese 1, 2, 3, diese Seiten. Um die zu sehen, brauchen wir also das Viereck. Das ist ein Rätsel, das ich tatsächlich kenne aus Bard's Tale 1. Da musste man nämlich drei Gegenstände finden. Einmal ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck, um in Kylearans Turm weiterzukommen. Ansonsten kam man nicht weiter. Und erst wenn man mit Kylearans Turm durch war, konnte man in Mangas Turm. Genial. Genial. Da werden volle Erinnerungen wach bei mir. So, okay. Gucken wir uns weiter um. Aufgaben. Aufgaben, aufheben. Arm einer kaputten Statue. Ich muss gerade mal überlegen. Oh, da hinten müssen wir uns gleich noch was holen. Okay. Erringt das silberne Viereck von früher. Ja, von früher. Das silberne Viereck. Oh, das ist echt Bard's Tale 1. Kreis der Speere. Ja, es gab halt silberner Kreis, silbernes Viereck, silbernes Dreieck. Okay, aber hier... Wieso? Kreis der Speere. Folgt dem Kreis der Speere, sonst lauft ihr bald ins Leere. Folgt dem Kreis der Speere. Das ist was anderes. Also da brauchen wir das silberne Viereck auf jeden Fall. So. Ach so. Was wollte ich ausprobieren? Wir sollen ja den Frieden. Den Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Friede, Freude. Friede, Freude, Eierkuchen. Arm einer kaputten Statue mit einer fetten Axt dran. Parfümierte Notiz. Schlüssel zum Spiegelzimmer. Tada! Zwei Türen sind auf. Und da die ersten Gegner. Und hier ebenfalls Gegner. Warum machen wir dann erstmal das hier? Und ein Samen. Ansonsten haben wir hier tatsächlich alles durchgeguckt. Das heißt, jetzt müssen wir uns für links oder für rechts entscheiden. Hey, you can't see me. Here comes the ugly parade. Okay. Goblins. I hate goblins. I hate goblins. The master trapped them there. Idiots. Hat sich hier... Okay, der... Okay. How can we lose? Okay, gelb. Gelb finde ich jetzt nicht so schlimm, okay. Gleich stark mit uns. Und hier, jetzt ist er weg. Oh. Oh, da kommt er. Time to hide. Grün. Won't even slow us down. So, ihr seid am Zug. 54 Schadenspunkte. Dieser Charakter ist ein Dämon. Leichtsinnig. Dieser Charakter ist gezwungen, möglichst jede Runde anzugreifen und dabei nicht auf negative Statuseffekte zu achten, denen er eventuell unterliegt. Er ist gezwungen, jede Runde anzugreifen. Away I go. Okay. Who, me? Puh. Ich überlege, ob ich hier tatsächlich... Ah nein. Wir machen das anders. Wir machen das so. So. Hier. Come on. on, you tinkers! Oh! So, und jetzt volle Breitseite, würde ich sagen, ne? Rüstung hat er nicht. Also... leider nicht betäubt. Schade aber auch. Yes? Okay, das bringt nichts. 7. Ready when you are. 7 ist also genau das gleiche. Hey? Tell me what you need. Sure. So, da hast du. Hat er gerade irgendwas hier gemacht? Kurzzeitig waren alle Felder hier rot. Der bereitet wirklich irgendwas vor. 13 mental. Märtyrer. Springt nach vorne und vernichtet sich selbst. Wird die Kanalisierung unterbrochen, explodiert er und richtet bei allen Verbündeten in der Nähe Schaden an. Ansonsten richtet er bei allen meinen Leuten Schaden an. Okay. Okay. 8 Mentalschaden. 8 Mentalschaden plus levitieren. Bewegt ein beliebiges Ziel auf ein unbesetztes Feld. Das... Damit lässt sich doch bestimmt einiges Nettes anrichten. Also 5 Mentalschaden plus 8 Mentalschaden macht 13. Ich könnte also die Kanalisation könnte ich abbrechen. Ich könnte ihn aber auch einfach umbringen. 17 müsste ich doch hinkriegen. So, 9. Da hat er noch 8. Komm. So. Bye bye, Polizei. So, explodiert ist er nicht. Also um ihn zur Explosion zu bringen, muss man dann tatsächlich diese Kanalisierung unterbrechen. Und da hinten lief ja auch irgendein Böser rum. Aber was da hinten rumläuft, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Erstmal ziehe ich mich zurück und beende diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.